Viele Leute sagen, dass sie mit dem Alten Testament überhaupt nichts anfangen können. Es ist so schwierig zu lesen. Ich verstehe gar nicht, was die da wollen. Die Geschlechtsregister sind so langweilig. Und dann gute Zeiten, schlechte Zeiten, guter König, böser König. Das ist mir zu schwierig in mein Leben irgendwie einzubauen und ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll. Wir brauchen das Gesamtzeugnis der Schrift. Wir brauchen das Alte Testament wie das Neue Testament. Das Alte Testament ist quasi das Erdgeschoss, auf dem das Neue Testament gebaut ist. Und ich möchte dir mit den Worten und mit den Geschichten aus dem Alten Testament eine wirkliche Liebe zu diesem Alten Testament vermitteln. Ich möchte dir einfach sagen, dass es da ganz viele Dinge zu entdecken gibt, wie Gott mit den Menschen damals Geschichte geschrieben hat, die für unser Leben heute immer noch sehr, sehr wichtig ist. Da wirst du entdecken, dass es um Strategien gegen den Feind geht. Ganz unterschiedliche Strategien hatte Gott dem Volk und den einzelnen Personen gegeben, um gegen den Feind zu gehen, um über den Feind zu herrschen. Da gibt es David, der 5 Steine sammelt und der eine Stein, der den Riesen genau trifft und der Sieg ist da. Da gibt es die Stadt Jericho, diese befestigte Stadt, fast schier uneinnehmbar. Gott gibt die Strategie, dass sie die Stadt umrunden. Da gibt es die Königin Esther, die mit Mordechai einen Plan hat, wie der Feind besiegt wird. Da gibt es die Tonkrüge und die Fackeln. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Strategien, die jedes Mal anders sind und immer direkt von Gott kommen. Und ich habe entdeckt, dass es sehr, sehr wichtig ist für uns heute, dass wir Gott bitten, dass er uns für unsere Situation die passende Strategie gibt. Bitte doch mal den Herrn, dass er dir zeigt, was für deine Situation wirklich wichtig ist, wo er sagt, geh so oder geh so vorwärts, damit du den Feind besiegen kannst. Ich möchte dir sagen, wenn du in bestimmten Situationen stehst, die dir zu schwierig sind und wo du gar keinen Ansatzpunkt findest, frage den Herrn, was du unternehmen sollst. Vielleicht ist es dran, dass du Vergebung aussprechen musst, wo du mit irgendjemand in einem schwierigen Prozess bist, wo Schuld vorgefallen ist. Vielleicht ist es dran, dass du eine Zeit von Fasten und Beten hast, um Klarheit von Gott zu bekommen, was für diese Situation jetzt dran ist. Vielleicht kannst du aus einer Predigt, die du hörst, ganz neu einen Input bekommen, der direkt ein Rhema-Wort von Gott dir gibt, wo du weiterkommst. Vielleicht ist es einfach nur, dass du ganz neu in deinem persönlichen Bibelstudium ganz neu dich ausstreckst nach Worten von Gott, die dich weiterbringen. In deiner persönlichen Situation breite sie doch vor Gott aus. Der Herr weiß es. Ja, das stimmt. Aber er möchte, dass wir vor ihn kommen und die Dinge mit ihm durchgehen, die Dinge mit ihm besprechen und er will dir Antwort geben und er wird dir Antwort geben. Er hat dem Volk Gottes immer wieder Strategien gegeben, dass sie vorwärts gehen konnten. Ich möchte dich bitten, dass du dir ganz neu Zeit nimmst, zu forschen, genau zu hören, was sagt der Herr, wo geht es hier weiter? Wo finde ich den nächsten Schritt, durch diese Situation durchzugehen? Und ich weiß, Gott hat mehr für dich.